Hallo, herzlich willkommen zurück. Boah, ehrlich, ich musste das Spiel nochmal spielen. Weil Wie sah der ich. Magier Oh, aus? weil ich leider vergessen habe auszunehmen. Und ja, das hieß für mich, ich musste alles nochmal von vorne spielen. Also werden wir jetzt dieses Rätsel. Ja. Eine Minute schaffen, weil ich das Psst, schon gemacht habe. Nori, kannst du mir einen Gefallen tun? Lenk den Magier ab. Hüpf hinter die Statue und rede mit ihm. Ich Er wird hoffe. glauben, du bist die versteinerte Frau. Soll ich ihm von König Kastanie und den Rübengeistern erzählen? Nein, beantworte seine Fragen. Welche Fragen und was soll ich antworten? Hör hin. Wie viele Angreifer waren es? Sag 11 bis 15. Wie sah Leider der weiß ich schon Magier die aus? Antworten. Das ist schade. Er trug eine kokosfarbene Brosche auf der linken Brust. Woher weißt du das alles? Ich weiß es doch gar nicht. Ich rate nur. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Er erfolgte aus Nordost. Und in welche Richtung sind sie dann gegangen? Nach Nordwesten. Kannst du dir das merken? Was trug er nochmal? Eine krokusfarbene Brosche auf der linken Schulter. Dann mal los. Echt, es tut mir echt leid, dass ihr die anderen Aufnahmen nicht gesehen Danke, habt. Nori. Du bist mir eine große Hilfe. Was für eine Ja. Zeitverschwendung. Es scheint, der Geist dieser Bauern ist nun endgültig zum Erliegen gekommen. Ich habe Kontakt. Sie kamen aus Nordwest und gingen dann wohin? Breda, wo bleibst du? Ich kann mir das alles doch nicht alleine merken. Das wird sie erst einmal beschäftigen. Okay. Das Einzige, was ich bemerkt habe, war, dass meine Frames auf 50 waren. Und ich so, oh, das ist ja voll gut. Dann kann ich ja weiterspielen. Und irgendwann sah ich, dass ich überhaupt gar nicht aufgenommen habe. Und ich nur, nein. Da war ich aber schon fast fertig. Richtig, das ist schon wieder richtig me-like. Like a legend. Aber wir machen das jetzt nochmal. Und ich tue auch noch ein bisschen dumm. Nein, ich mache das jetzt so, wie es halt sein sollte. Es tut mir echt leid. Igitt. Was auch immer da drin ist, es stinkt fürchterlich. Kaka! Das habe ich auch schon in der ersten Folge gesagt, sorry. Dann nehmen wir die Gurken. Sie riechen seltsam. Irgendwie. Oh, mein Kopf. Bei Fex. Was ist das für ein Zeug? Und da ist noch ein Kästchen. Achso. Hallo. Willst du mich verarschen, Jan? Ey, ehrlich, ich schwör's dir. Gieren, ey, du regst mich richtig auf. In der ersten Aufnahme hat er alles voll gut gemacht und jetzt? Ich spiele mit den Kästchen rum. Gut. In diesem Kästchen ist eigentlich ein Schlüssel. Warum weiß sie das? Ja, ich habe das schon mal gespielt. Ah, nimm dieses Hurenkästchen mit oder keine Ahnung, was du damit machst. Er regt mich gerade richtig auf, ne? Leute, sagt ihr noch mal was? Bett? Ah, ich fühle mich verarscht. Jetzt habe ich in mein Mikro gepustet. Wahrscheinlich jetzt wirklich. Ich hoffe, ich bin nicht so nah am Mikro. Wenn, dann entschuldige ich mich und ich muss das noch mal ändern. So. Ich finde auch nicht den Schlüssel. Das ist so nah. Oh Mann, das ist so kompliziert.
ja auch nichts. Hängematte. Versucht er den Fahrrad? Was macht er da? Noch ein bisschen weiter weg vielleicht? Oh, ich hab... keine Ahnung, was er will. Nochmal rausgehen. Huch! Huch! Hier steht ja noch einer. Offenbar haben noch nicht einmal die Magier ihn hier... Rajos, stehe mir bei. Das ist die Maske aus der Grabkammer. Was hat mir dieser Kerl noch alles verschwiegen? Er hat dich betrogen. Keine Ahnung. Ein auf den, er sagt so, ja, ich hab die Maske. Ein auf den. Was macht die überhaupt da? Für der Bug, ey. Weg damit. Und jetzt? Ich brauche Meißel und Hammer, glaube ich. Er hält die Maske fest in der Hand. Ich muss zu härteren Mitteln greifen, will ich sie abbekommen. Okay. So, ab ins Zelt. Hallo? Ab ins Zelt. Danke. Kann ich jetzt an den Schlüssel? Ich war verarscht gerade, ne? Kästchen. Das ist kein Schlüssel, ne? Bett. Ich habe mich voll verarscht hier vom Spiel gerade. Aber ich habe den Schlüssel doch da rausbekommen. Ganz ruhig. Ich sehe den Schlüssel auch nicht mal. Ich fühle mich voll verarscht in dem Spiel, ey. Ich habe auch den Schlüssel dabei. Da muss nichts heilen. Ja, vielleicht doch. Ich kann hier nicht raus. Ich würde den Magiern direkt in die Arme laufen. Was ist denn jetzt los hier? Ich verstehe das gar nicht. Gerade war alles so perfekt, als ich nicht aufgenommen habe. Jetzt? Das Kissen einge... Ich weiß nicht. Hä? Oh, bin ich doof? Ihr seht es doch auch, oder? Oder ist es hier irgendwas? Nein. Ja, don't understand. Warum steht sie da? Ich dachte, sie redet mit den Typen. Er hält die Maske fest in der Hand. Ja, ich muss... Heißt, ja. Ich bin schon richtig angenervt schon wieder. Das Spiel, das pisst mich so an. Das kann doch nicht wahr sein, ehrlich. Teppich. Hier. Was? Okay, da lag er nicht. Ein Schlüssel. Das reicht, Breda. Wir haben eine Aussage. Hast du den Tatort vollständig untersucht? Ja, da war nichts. Wenn es noch etwas gibt, dann im Zelt. Ich schreibe das hier nur noch eben zu Ende. Oh je. Ich hoffe, es ist nicht so laut für euch. Da lag er wirklich nicht.
voll verarscht. Schnell, verschließen. Na, verschließ. Geschafft. Und bring den Tatort nicht durcheinander. Ich höre jedes Scheppern. Das war Tatort knapp. Tatort nicht durcheinander. Jetzt haben wir wenigstens die Schlüssel. Oh, ich würde schon echt sagen, ja, dann machen wir einen Cut, weil ich keinen Bock mehr habe. Passt. Ja, so was denn sonst. Entschuldigung. So. Jetzt gehen wir nochmal rum. Warte mal. Einen Moment. Ah, oh, nee, brauchen wir. Ja, ist okay. So. Was der alten gefiel, können wir auch bei ihm machen. Hier, nimm. Hey, ich sagte nichts kaputt machen. Nicht. Kaum zu glauben, was alle an ihr finden. Wie lange er braucht. So. So. Das ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Naja. Und das? Jetzt gehen wir nach hinten. Okay, dann machen wir erstmal dies zusammen. Und jetzt gehen wir nach hinten. Ja, und dann befreien wir die Maske eigentlich. Oh, ich meine... Dann befreien wir die Maske endlich. Ach ja. Ja, und was habt ihr so gemacht heute? Habt ihr auch so ein Spiel nachgespielt? Also, wart ihr auch mal so dumm? Ehrlich. Das, einer auf den niemand hört das. Ehrlich. Ich habe sie. Jetzt bloß weg von hier. Bloß weg von hier, Mama. Weg. Na Moment, ich muss sie mir noch angucken. Ich glaube allmählich, Fahi weiß mehr über diese Träume, als er zugeben wollte. Na, glaube ich nicht. Wir können auch mal nochmal zum Story-Quest-Log, aber lass uns erstmal gehen. Wen haben wir denn da? Breda, es gibt einen neuen Tatverdächtigen. Was hast du da, Junge? Das hier? Das kann nicht sein. Magister Budiak? Was ist das? Nichts. Nimm es ihm ab und gib es mir. Aber gib's ihn richtig. Das ist ganz offensichtlich ein sehr gefährliches Artefakt. Ich muss es umgehend zur Untersuchung in die Akademie bringen. Du verhörst derweil den Schweinehirten. Ich Verstanden. Bin Vogelhirte. Also, wer bist du? Und warum schleichst du hier herum? Ihr könnt das Artefakt nicht einfach mitnehmen. Sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Das Kampfseminar will wissen, was hier Schreckliches geschehen ist. Ich dagegen bin überrascht, wie langweilig unsere Ermittlungen bisher verlaufen. Also mache es mir bitte nicht zu einfach. Sonst bin ich nur noch mehr enttäuscht. Erste Frage. Was war das für ein Artefakt? Ich weiß es nicht. Ein mächtiger Magisch? Nein. Harmlose Skulptur? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Meinst du nicht, dass es so aussah wie eine Maske? Wo hast du sie gefunden? Ja, plötzlich da. Sie war auf einmal in meiner Tasche. Ich weiß nicht, wie sie da hingekommen ist. Beste Joke ever. Wirklich? War das alles? Kann ich jetzt gehen? Ich finde es gut, dass du lügst. Das macht dich noch verdächtiger und diesen Fall endlich ein Stück interessanter. So, und nun meine letzte Frage. Wer bist du überhaupt? Sagen wir Geron? Na, sagen wir es. Ich bin Geron. Ja? Lüge! Was? Gut, das war alles. Du darfst gehen. Im Ernst? Ich sehe doch aus 100 Schritt, dass du harmlos bist. Oder